Ashley Wadsworth, 19 Jahre alt, reiste am 12. November 2021 von Kanada nach England, um einen Freund zu treffen, den sie online kennengelernt hatte. Sie freute sich darauf, sich nach vielen Jahren endlich persönlich zu treffen. Doch niemand hatte damit gerechnet, dass Ashleys Reise statt in einer Romanze in einer herzzerreißenden Katastrophe enden würde. Ashley Wadsworth wurde am 25. Juli 2002 in einer kanadischen Provinzstadt geboren. Ihre Eltern waren Kenneth Wadsworth und Christy Gendron. Die große und eng verbundene Familie Wadsworth zählte mehr als 50 Mitglieder, darunter Verwandte unterschiedlichen Grades, die alle in derselben Gemeinde lebten. Ashley hatte eine ältere Schwester, Haley. Das Mädchen liebte einen aktiven Lebensstil, schwamm, ritt und fuhr Ski. Sie spielte auch Tennis und liebte es, Klarinette zu spielen. Ashley zeichnete sich durch ein fröhliches, geselliges und energisches Wesen aus. Diese Eigenschaften machten sie bei Gleichaltrigen beliebt und sie hatte viele Freunde. Ashley war auch in sozialen Netzwerken aktiv und teilte verschiedene Beiträge mit ihren Followern. Lustige Fotos, Witze oder einfach ihre Gedanken. Im Jahr 2015, als Ashley 12 Jahre alt war, lernte sie in sozialen Netzwerken Jack Sapple kennen, der am 9. Januar 1999 geboren wurde. Im Gegensatz zu Ashley hatte Jack nicht viele enge Bezugspersonen. Seine Mutter Tracy Dalton war mit einem Mann namens Ricky verheiratet. Jacks Vater starb 2019 und die Beziehung zwischen den beiden war angespannt. Jack selbst kommunizierte Berichten zufolge auch nicht mit seinem Bruder Jordan, hatte aber Kontakt zu seiner Schwester Nadia. Als Ashley und Jack sich kennenlernten, war Jack 15 Jahre alt. Jack zog es immer vor, Kontakte ausschließlich über das Internet und Videospiele zu knüpfen. Mit der Zeit begann er jedoch, seinen Online-Kontaktkreis zu erweitern. Es war Ashleys Freund, der mit Jack chattete, der die beiden Jugendlichen über soziale Medien zusammenbrachte. Wie für viele Teenager war es auch für Ashley selbstverständlich, auf verschiedenen Plattformen mit Fremden zu chatten und virtuelle Freundschaften zu schließen. So war es auch, als sie Jack kennenlernte. Jack und Ashley wurden schnell virtuelle Freunde. Sie fühlten sich einfach zueinander hingezogen, ob sie nun gemeinsame Interessen hatten oder nicht. Sie begannen sich aktiv online zu unterhalten. Ashley hatte damals noch kein Smartphone und nutzte den Computer der Familie, um auf soziale Medien zuzugreifen. Daher war ihre Freundschaft mit dem Engländer für ihre Familie nie ein Geheimnis. Als sich ihre Online-Freundschaft entwickelte, fielen Ashley einige von Jacks Charaktereigenschaften auf. Interessanterweise beschrieben viele Bekannte Jack auf unterschiedliche Weise. Einige sagten, dass er in der Schule oft Schwierigkeiten hatte, obwohl sie ihn als lustiges, charmantes und ungestümes Kind in Erinnerung hatten. Sie sprachen auch von seiner dunklen Seite, die zum Vorschein kam, wenn er wütend war und Aggressionen gegen sich selbst und andere auslebte. Da Ashley und Jack beide Teenager waren, veränderten sie sich, als sie älter wurden. Darüber hinaus berichtete Ashleys Mutter, dass Jack während ihrer Fernbeziehung mehrere Beziehungen zu verschiedenen Mädchen hatte und auch Ashley typische Teenager-Erfahrungen machte. Trotz der Phasen, in denen sie nicht miteinander sprachen, verschwand die Verbindung zwischen den beiden Jugendlichen nie ganz und sie blieben über die Jahre hinweg in Kontakt. Als Ashley und Jack älter wurden, entwickelte sich ihre Beziehung weiter. Sie begannen, sich nicht nur über soziale Medien zu schreiben, sondern auch Videoanrufe zu tätigen, was ihre Beziehung noch intimer und romantischer machte. Bald wurde Jack zu einem vertrauten Gesicht für Ashleys Familie. Wenn sie das Paar sahen, begrüßten sie ihn, als wäre er in ihrem Wohnzimmer. Außerdem schickte er ihr regelmäßig Geschenke in Form von Teddybären und Handtaschen. Ashleys Familie und Freunde berichteten, dass sie jeden Mann, den sie traf, mit Jack verglich. Wegen der 8-stündigen Zeitverschiebung zwischen Wernersville und Max, wo Jack lebte, wachten die Jugendlichen zu früh auf und gingen zu spät ins Bett, um miteinander reden zu können. Im Jahr 2018, als Ashley 15 Jahre alt war und begann, Interesse an einem persönlichen Treffen mit Jack zu zeigen, erlaubte ihre Familie ihr nicht, allein auf einen anderen Kontinent zu reisen. Wie jedes Paar stritten sich die beiden von Zeit zu Zeit. Wenn Ashley Jack wegen dieser Streitigkeiten auf ihren Social-Media-Konten blockierte, richtete er neue Konten ein oder schickte ihr über seine Schwester oder Bekannte Nachrichten. Dies verärgerte und ärgerte die Familie des Mädchens, aber sie bestand darauf, dass er ein zugänglicher und sensibler Mensch sei. Im Oktober 2018 ließ sich Jack Ashleys Namen auf seinen Arm tätowieren. Zu diesem Zeitpunkt war sie 16 Jahre alt und er 19.
Die Eltern des Mädchens hielten einen solchen Liebesbeweis für übertrieben und warnten sie, vorsichtig zu sein und nicht einmal daran zu denken, dasselbe zu tun. Kurz darauf verletzte sich Jack Bi einem Streit mit einem Messer an seinem Tattoo mit Ashleys Namen. Danach wurde er eifersüchtig und gewalttätig. Er wurde wütend, wenn er glaubte, dass Ashley sich mit anderen Männern traf, obwohl er selbst weiterhin mit anderen Mädchen ausging. Aber er beharrte darauf, dass Ashley seine Liebste sei und dass er nur sie wolle. Eines Tages rief Jacks Freundin Ashley von zu Hause aus an und sagte ihr, dass Jack sie nicht gehen lassen würde. Ashleys Freundin, die während des Gesprächs bei ihr war, sagte, dass Ashley unbeeindruckt wirkte, als wäre sie an Jacks extremes Verhalten gewöhnt. Ashley bat ihn lediglich, sich nicht mehr wie ein Verrückter zu verhalten. Sie erzählte ihren Freunden, was passiert war, aber nicht ihren Eltern. Nach den häufigen Streitereien und dem letzten Vorfall mit dem Tattoo wurde Ashley von ihren Eltern gedrängt, die Beziehung zu Jack ganz abzubrechen. Sie weigerte sich jedoch und spielte die Schwere seiner Taten herunter. In den folgenden Jahren setzte sich dieser Kreislauf von Streit und Versöhnung fort, obwohl besorgte Freunde sie baten, nicht mehr mit ihm zu sprechen. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme in ihrer Beziehung fand Ashley immer wieder die Kraft, Jack zu vergeben. Sie kannten sich seit ihrer Jugend, aber Ashley schien nie das Ausmaß seiner Manipulation und seines psychischen Drucks zu erkennen. Seit Ashley in jungen Jahren angefangen hatte, Teilzeit in Fastfood-Läden und Kaufhäusern zu arbeiten, versuchte sie, Geld für Hobbys und Unterhaltung zu sparen. Ihre erste größere Anschaffung war ein Tablet, mit dem sie bequemer und privater in sozialen Netzwerken surfen konnte. Später gab sie ihre Ersparnisse für Reisen und Abenteuer aus. In der Highschool begann Ashley, sich für Spiritualität zu interessieren. Eines Tages las sie das Buch Mormon, das für sie eine Offenbarung war. Daraufhin entschloss sie sich, einer religiösen Gruppe beizutreten, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Nach ihrem Abschluss an der Eton High School im Jahr 2020 wollte Ashley an der Thompson Rivers University School of Law studieren. Ihr Traum war es, Anwältin zu werden. Aufgrund der Pandemie und der Tatsache, dass alle Kurse online stattfanden, beschloss Ashley jedoch, eine Pause einzulegen und ihr Studium zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Nachdem sie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 gearbeitet und etwas Geld verdient hatte und durch den Ritus der Taufe Mitglied der Mormonenkirche geworden war, beschloss das zähe und ehrgeizige Mädchen plötzlich, nach Großbritannien zu gehen. Sie wollte Jack persönlich kennenlernen, um seinen Geburtstag zu feiern. Ungeachtet der Einwände ihrer Familie und Freunde, entschloss sich die 18-jährige Ashley, die bereits über eigenes Geld verfügte und volljährig war, zu ihrem Geliebten nach England zu gehen. Am 12. November 2021 verließ Ashley zum ersten Mal ihr Zuhause und kam mit einem 6-monatigen Touristenvisum im Vereinigten Königreich an. Das lang ersehnte Treffen mit dem 22-jährigen Jack fand bereits am nächsten Tag statt. Sie machten sofort ein gemeinsames Foto, das Ashley in ihren sozialen Netzwerken veröffentlichte. Der tätowierte Jack wirkte viel älter als seine junge Freundin. Während ihres Aufenthalts in der Hauptstadt lebte Ashley in ihrer bescheidenen Wohnung am nordwestlichen Rand des Londoner Stadtteils Chelsea. Da die beiden in einer der ärmsten Gegenden der Stadt lebten, in der sich auch Jacks Wohnung befand, suchten sie gemeinsam nach geeigneten Wohnungen in besseren Gegenden von Essex für ein mögliches zukünftiges Zusammenleben. Jack war genau so, wie Ashley ihn sich vorgestellt hatte. Der freundliche und fürsorgliche Mann, mit dem sie jahrelang online gechattet hatte. Doch im wirklichen Leben war er manchmal labil und aufbrausend, was in krassem Gegensatz zu seiner sonstigen Art zu kommunizieren stand. Ashley, die sich mit einem Touristenvisum im Land aufhielt, war nicht in der Lage, eine Arbeit zu finden und war in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Jack war ebenfalls arbeitslos und lebte von Sozialhilfe und der finanziellen Unterstützung seiner Mutter Tracy. Ashleys Fotos in den sozialen Medien spiegelten ihre enge Beziehung zu Jack wider, die von Romantik und gegenseitiger Zuneigung geprägt war. Ashley hielt auch über Videoanrufe Kontakt zu ihrer Familie, was zeigte, dass es ihnen gut ging und sie keine größeren Probleme hatten, zumindest auf den ersten Blick. Jack war anfangs ziemlich ruhig, aber dann wurde er nachdenklich und zog sich zurück. Er verlor das Interesse daran, die neue Stadt zu erkunden und blieb lieber zu Hause. Er verbrachte seine Zeit mit Computerspielen und nahm gelegentlich illegale Drogen. Ashley, die sich sonst gerne in der Natur aufhielt, fühlte sich durch ihr Touristenvisum erneut eingeschränkt.
Sie passte sich immer mehr Jacks Vorlieben an, verbrachte Zeit in Einsamkeit und wurde durch die Enge der Wohnung immer unruhiger. Bevor Ashley B.I. Jack eintraf, beschloss einer ihrer Bekannten aus der Mormonenkirche zu Hause, sich vorab um sie zu kümmern. Er machte die 19-Jährige mit einigen amerikanischen Missionaren bekannt, die sich gerade zu der Zeit, als sie ihren Besuch in Großbritannien plante, vorübergehend in Chelsea aufhielten, um zu predigen. Ashley, die sich, vor allem weil sie so weit von zu Hause entfernt war, mit Menschen anfreunden wollte, die ihren Glauben teilten, merkte bald, dass Jack, der wankelmütig war, sie davon abhielt, den Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Deshalb begann sie, heimlich mit befreundeten Missionaren zu kommunizieren, löschte aber sofort alle Nachrichten, weil sie wusste, dass Jack ihr Handy kontrollierte. Ashley erkannte bald, dass Jack versuchte, sie zu kontrollieren und vielleicht sogar emotionalen Druck auf sie ausübte. Sie gestand den Missionaren, dass sie eine bessere Behandlung verdient hätte, aber dass Jacks Glück das Wichtigste für sie sei. Und jetzt machte Jacks unberechenbares Verhalten die Sache nur noch schlimmer. Seine Unhöflichkeit und Grausamkeit waren viel schlimmer, als Ashley nur von neuen Bekanntschaften zu isolieren. Erst vor 6 Wochen hatte sie sich auf die Reise gefreut, um endlich ihren langjährigen Freund zu treffen, als Jack ihrer Mutter gestand, dass er Ashley geschlagen hatte. Er hatte sie verdächtigt, vor Jahren 2 unbekannte britische Telefonnummern blockiert zu haben, weil er sie für die Nummern anderer Männer hielt. Obwohl Ashley monatelang öffentlich auf Instagram postete, wie schön es in England sei, dokumentierte sie heimlich ihre Verletzungen und zeigte sie nur ihrer besorgten älteren Schwester Hayley. Ashley drohte Hayley, den Kontakt zur Familie abzubrechen, wenn sie ihrer Mutter alles erzähle. Ashley hat es ihrer eigenen Mutter und ihren Freunden nie gestanden. Aber eines Tages hat Hayley versehentlich ihr Geheimnis verraten. Verständlicherweise war ihre Mutter verblüfft und sehr besorgt. Sie flehte ihre Tochter an, zurückzukommen, aber Ashley bestand darauf, dass Jack sich zunächst einer vollständigen Behandlung unterziehen sollte und dass nach seiner Genesung alles besser werden würde. Anfang Januar 2022 kam es zu einem weiteren lebensverändernden Vorfall. Jack schlug ein Bierglas auf Ashleys Kopf. Entsetzt und schluchzend nahm das Mädchen per Videoverbindung Kontakt zu ihrer Schwester auf, während ihr Freund sie dazu brachte, die Scherben aufzuräumen. Im Hintergrund konnte Ashley sehen, wie Jack auf und ab ging, schrie und nickte. Hayley flehte ihre Schwester an, nach Hause zu kommen, aber vergeblich. Am 9. Desselben Monats feierte Jack seinen 23. Geburtstag unbeschwert im Kreise seiner Familie und Ashley. Kurz darauf organisierten Jacks Mutter und sein Stiefvater einen Familienausflug in ein kleines Küstenstädtchen, weil sie dachten, ein Tapetenwechsel würde die Wogen glätten. Auf den Fotos sah alles so perfekt aus, dass selbst Ashleys Eltern nicht erkannten, wie ernst die Lage war. Sie atmeten erleichtert auf, als sie die Gelassenheit und Freude ihrer Tochter sahen. Doch die Gelassenheit, die in diesem Moment herrschte, verschwand bald wieder. Während eines Streits Ende Januar schlug Jack Ashley erneut. Er warf eine Kerze und die Fernbedienung des Fernsehers nach ihr, während sie mit Hayley telefonierte, die ihre Schwester wieder einmal anflehte, nach Hause zu kommen. Ashley stimmte zunächst zu, widerrief aber bald, da sie glaubte, dass in dieser grausamen Gestalt der charmante Mann lauerte, den sie seit Jahren kannte. Ashley betete, dass eine Behandlung, Zeit und ihre Liebe ihn heilen würden. Nachdem Jack mit seiner Mutter gesprochen hatte, wurde ihm klar, in welch schwierige Situation er Ashley gebracht hatte, indem er sie der Untreue beschuldigte und sie schlug. Jack schien sich schuldig zu fühlen, aber das reichte nicht aus, um die endgültige Tragödie zu verhindern. Anfang Februar 2022 warf Jack Ashley erneut wütend vor, sie sei ihm davongelaufen und gehe hinter seinem Rücken mit einem anderen Mann aus. Er verlangte sogar, dass sie ihm ihre Loyalität beweist, indem sie ihm ihr Telefon und ihre Social-Media-Konten zeigt. Kurz vor 1 Uhr morgens hörte Helen, Jacks Nachbarin, Ashleys Schreie durch die gemeinsame Wand. Ein paar Minuten später stand die Frau vor der Tür. Als Helen die Tür öffnete, sah sie eine weinende Ashley mit blutigen Handflächen. Sie behauptete, Jack habe sie dabei erwischt, wie sie sich Bilder von dem Mann einer anderen ansah, und sei ausgerastet und habe sie beschimpft, bevor er sie geschlagen und ihr Telefon gegen die Wand geworfen habe. Trotz ihrer Befürchtungen, dass Jack Ashley gegenüber sehr gewalttätig war, flehte sie Helen an, nicht die Polizei zu rufen. Helen stimmte zu,
bat Ashley jedoch, nicht zu ihrem gewalttätigen Mann zurückzukehren und zum Arzt zu gehen. Ashley weigerte sich, woraufhin Helen beschloss, mit Jack zu sprechen. Er entschuldigte sich für das, was geschehen war, und blieb ruhig. Gegen 9 Uhr morgens übergab Lucys Nachbarin Jack ein Paket, das versehentlich an die falsche Adresse geliefert worden war. Jack war darüber sehr unglücklich, aber Lucy wischte es beiseite, da sie seinen unfreundlichen und unzulänglichen Charakter kannte. Etwa zu dieser Zeit rief Ashley ihre Familie mit Jacks Handy an. Zu diesem Zeitpunkt wusste ihre Mutter bereits über Jacks Verhalten Bescheid, da Haley die Heimlichtuerei nicht mehr ertragen konnte. Ihre Eltern kauften schnell ein Rückflugticket für den 3. Februar. Als Ashley Jack 2 Tage später von ihrer bevorstehenden Abreise informierte, erklärte er sich bereit, sie zum Flughafen zu begleiten. Ashleys Mutter riet ihr, sofort zum Flughafen zu fahren, falls er sie noch einmal angreifen sollte, und warnte Jack, dass sie die Polizei rufen würde, falls er ihre Tochter weiter verletzen würde. Das Gespräch zwischen Ashley und ihrer Familie dauerte etwa 3 Stunden. Als sie schließlich die Verbindung unterbrachen, war es 11 Uhr in Florida und etwa 3 Uhr in Jacks Region. Wenige Minuten später schrieb Jack seiner Mutter eine SMS, in der er ihr gestand, dass er Ashley erneut brutal angegriffen, sie zu Boden gestoßen und ihr wahrscheinlich den Arm gebrochen hatte. Zwischen 11:22 und 12:38 Uhr schickte Ashley mehrere Nachrichten an Familie und Freunde, die sie von Jacks Handy aus anrief, da es dort Nacht war. Niemand reagierte darauf. Sie schickte auch eine SMS an Freunde in einer Kirche in Florida, in der sie um Hilfe bat und einen Notfall meldete. Leider gingen diese Nachrichten erst Stunden später ein, als nichts mehr zu machen war. Zwischen 12:38 und 12:45 Uhr griff Jack Ashley an und würgte sie am Hals, bis sie aufhörte zu atmen. Dann ging er in die Küche, schnappte sich ein 11 cm langes Messer und stach etwa 100 Mal auf ihren Körper ein. Nachdem er das Leben seiner Freundin auf so brutale Weise beendet hatte, kehrte Jack zu seiner täglichen Routine zurück. Später änderte er sein Profilbild auf sein und Ashleys Bild mit der Bildunterschrift Always Mine. Dann nahm er ein Video für Haley auf, in dem er sagte, er liebe Ashley. Es tue ihm sehr leid, aber er könne sie nicht gehen lassen und sein Verstand und sein Bewusstsein funktionierten nicht richtig. Das ungeheuerliche Video des neben ihm liegenden Mädchens wurde nie weit verbreitet. In England wurden Ashleys Verwandte in Verona durch eine Flut beunruhigender E-Mails von Ashley selbst geweckt. Besorgt riefen sie Jamie Ashworth an, einen ihrer mormonischen Freunde, der in Chelmsford lebte. Jamie und Tyler Burden, einer der Kirchenmänner, eilten zu Jacks Wohnung und begannen, an die Tür zu klopfen, um eine Antwort zu erhalten. Als sie keine Antwort erhielten, mussten sie die Wohnung verlassen und riefen die Polizei. Zur gleichen Zeit bemerkte Ashleys Freund in Verona, dass ihre Aktivitäten in den sozialen Medien wieder aufgenommen wurden und ihr Konto aktiv war. Verzweifelt und in der Hoffnung, Informationen von ihrer Freundin zu erhalten, schickte sie Ashley eine Nachricht. Die Antwort kam von Jack, der sich als ihre Freundin ausgab. Er hatte die Geschichte erfunden, dass er Hilfe beim Bestehen des Covid-Tests brauchte und hatte deshalb diese Nachrichten geschickt. Freunde und Familie von Ashley schrieben ihm immer wieder. Aber Jack ignorierte ihre zunehmend verzweifelten Bitten. Schließlich kontaktierte Jack seine Schwester Nadia, gestand den Mord an Ashley und zeigte ihr sogar das Haus. Um 16:13 Uhr drangen die Behörden in das Haus ein, nachdem sie Jamies dringende Nachricht erhalten hatten. Es dauerte nur 10 Minuten, bis sie am Tatort eintrafen, aber sie konnten Ashley nicht mehr helfen. Die Beamten nahmen sofort einen blutüberströmten Jack fest, der seine Tat gestand. Er fügte hinzu, dass er an einer schweren Psychose leide. Er wurde in die Chelmsford Correctional Facility gebracht und ein Prozess wurde für den 7. September 2022 im Chelmsford Crown Court angesetzt. Umfassende toxikologische Tests wiesen geringe Spuren illegaler Substanzen und Medikamente gegen Angstzustände nach, und eine eingehende psychiatrische Untersuchung ergab, dass Jack geistig in der Lage war, vor Gericht zu erscheinen. Die Beweise waren erdrückend, einschließlich des Filmmaterials seines freiwilligen Schuldeingeständnisses. Angesichts dieser überwältigenden Beweise bekannte sich Jack sofort schuldig, was den Richter dazu veranlasste, die einzige Strafe für ein solch monströses Verbrechen zu verhängen: lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Strafaussetzung zur Bewährung. Während der Verhandlung am 7. September, unter dem Vorsitz von Richter Edward Murray, nahm die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt Simon Spence,
Jacks umfangreiches und zutiefst beunruhigendes Vorstrafenregister unter die Lupe. Seit 2014 hatte Jack ein umfangreiches Vorstrafenregister, das wiederholte Verhaftungen wegen Belästigung seiner Freundin, Entführung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung umfasste. Außerdem hatte er im Laufe der Jahre mehrfach einstweilige Verfügungen gegen seine Freundin und deren Mutter erwirkt. Ashleys trauernde Eltern waren entsetzt, als sie von der grausamen Vergangenheit des Mannes erfuhren, der ihrer Tochter das Leben genommen hatte. Während des zermürbenden Prozesses debattierten Staatsanwaltschaft und Verteidigung angespannt über die Aufrichtigkeit von Jacks angeblich reumütigen Briefen an Ashleys Familie, die er hinter Gittern geschrieben hatte. Nach sorgfältiger Abwägung genehmigte der vorsitzende Richter, Edward Murray, die vollständige Veröffentlichung von Jacks Brief an die Medien im Einklang mit den legitimen Prinzipien der gerichtlichen Transparenz und des öffentlichen Wissens. In dem Brief, der an Ashleys Mutter und Schwester Haley gerichtet ist, erklärt Jack, dass kein Ausdruck des Bedauerns oder der Entschuldigung Ashley zurückbringen oder ihren tiefen Schmerz über ihren schockierenden Verlust lindern könne. Er bedauert seine Taten und behauptet, dass sie bereits von seiner langjährigen psychischen Erkrankung wussten, da er in früheren Gesprächen mit Ashley offen über seine Probleme gesprochen hatte. Er sagte auch, dass sich sein lähmender Zustand in den letzten Monaten rapide verschlechtert habe, was sein abscheuliches Verhalten zwar nicht entschuldige, aber die aufdringlichen Gedanken hätten sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Angesichts der erdrückenden Liste von Jacks früheren Gewalttaten, die die Staatsanwaltschaft vorgelegt hatte, und seines Schuldeingeständnisses für dieses abscheuliche Verbrechen, wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die frühestens nach 23 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann.